Ein Sack sind 100 Stein und das wären dann 6 Tonnen. Für 200 Dukaten ein gutes Angebot. Nein, nein, das könnte ich niemals mit meinem Gewissen vereinbaren. Wie soll ich der Göttin so vor die Augen treten? Naja, oder ihr lasst die Menschen hungern. Ich habe von meinem guten Freund Trautmann gehört, dass ihr das Geld sowieso für die Tobria braucht. Na, ihr müsst sie also ernähren. Es wäre doch jetzt sehr schändlich, wenn ihr das Geld nicht für die Tobria ausgibt, sondern einbehaltet. Es wäre eine Spendengala gewesen. Und wenn ihr das Geld jetzt für andere Zwecke ausgibt, um Waffen zu kaufen oder so etwas, dann wäre das doch der frohen Herrin Travia auch nicht so gefällig. Oh, seid unbesorgt. Jedes einzelne Kupferstück davon wird mir selbstverständlich den Menschen zur Verfügung gestellt. Doch es ist unsere göttergegebene Pflicht, dass wir es so gut wie möglich und so gefällig wie möglich ausgeben. Es wäre doch Perreine sehr ungetreu, wenn wir es nicht tun würden und nicht so vielen Menschen wie möglich helfen würden. Habt ihr die 200 Dukaten dabei? Oder ich kann euch auch einen Schuldschein ausstellen. Ich kann euch jetzt und hier auf die Hand 80 Säcke geben. Ich kann euch sogar noch die Wagen dazu mitliefern. Für 80 Säcke, das sind 8 Tonnen. Und ich gebe euch für die 200 Dukaten ebenso noch einmal die Karren mit. Jetzt und hier für einen Schuldschein, unterschrieben von euch und von mir. 80 Säcke. Es wäre nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Könnte ich so ein solches Geschäft wirklich eingehen? Oh Göttin, steh mir bei. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Möchtest du eine Liturgie wirken? Ich darf eine Liturgie wirken. Eigentlich habe ich keinen Bock, mit dem in ein Geschäft einzugehen und ich werde es wahrscheinlich auch nicht tun. Also. Dann nicht. Du kannst auch wieder gehen. Ja, wie war das mit 4 Silber pro Sack und jetzt wieder 2,5 Dukaten für einen haben? Ja. Nein, es wird nicht zu einem Geschäft kommen, egal wie sehr er versucht zu handeln. Ich gebe mich dann immer göttergefälliger und immer wehleidiger und nein, ich werde das nicht eingehen. Dafür bin ich zu geizig. Der Guide steht hier in deinem Weg. Gut. Ja, dann könnt ihr wieder zurückkehren. Abelmir wartet wohl auch sicherlich schon auf euch, zumindest auf Ömer und derweil. Auf dem Rückweg, Herr Karinau, wollen wir uns das gefallen lassen oder wollen wir da mit sächsischen Mitteln zurückschlagen? Oh, selbstverständlich werden wir mit sächsischen Mitteln zurückschlagen. Der Bürgermeister hat uns wahrscheinlich zu einem seiner guten Freunde geschickt, die es auch noch am teuersten uns abnehmen wollten, das Geld. Der muss jetzt wahrscheinlich den Preis machen, weil er wahrscheinlich auch noch den Bürgermeister mitbezahlen muss. Der ist wahrscheinlich nur ein Lakai. Natürlich, doch warum sollten wir diese Kosten tragen? Nein, das ist völliger Wucher. Mit ein wenig Suchen kriegen wir das Ganze für den halben Preis. Es ist schon schwer, solche Massen zu finden. Das ist ja keine irgendwie haushaltsübliche Menge. Aber sagt mir, was ich tun soll, ich unterstütze euch. Ihr habt doch sicherlich einige Verbindungen zu Freunden, die ähnliche Orientierung haben wie ihr. Nicht wirklich. Ich mache sehr viele Dinge auf eigene Faust. Warum? Wofür brauche ich denn Hilfe? Für was? Um was zu tun? Verstehe, es wäre sehr nützlich, wenn wir die hiesige Fexkirche aufspüren könnten, die gewillt wäre, für nun sinnvollere Preise zu handeln. Natürlich ohne zu fragen, woher die Waren kommen. Das ist immer ein sehr schmaler Akt. Die Fixkirche ist meistens, versucht sie einen genauso auszunehmen, wenn man nicht gerade wirklich jetzt zum Beispiel an die 12 göttlichen Kirchen alles gespendet hat, was man da so macht. Nun, wir wollen es alles an eine reine Kirche im Norden schenken, oder nicht?
Ja, wir tun es nicht für einen eigenen Zweck, wir tun es alles, um Leuten zu helfen. Ja, dann kann ich nur empfehlen, dann schnappe ich mir demnächst mal den Geweihten und ihr könnt da gerne mitkommen und dann besuche ich mal mit dem den örtlichen Fex-Geweihten hier und wir machen dann einen guten Dreiecks-Deal draus. Die Kirche wird sich zwar etwas abzweigen, aber bei Spendenaktionen sind die meistens sehr großzügig dabei. Ja, da kommt man noch ganz gut bei weg, weil das eben nicht ist, womit wir profitieren. Gut, ich fädel das ein. Und wen soll können wir auch sicher gehen, dass die... Welche Perrine-Kirche? Die hier in Wallgraben im Norden? Das ist der Perrine-Tempel der eingebrachten Ernte. Ah ja, okay. Ja, dann werde ich das mal in die Wege leiten. So können wir auch sicher gehen, dass die Gelder dann in bessere Hände geraten. Ja, ich komme dann später zu Witwe Brutzes Haus, um euch dort dann irgendwann wieder zu treffen, wenn ihr auch wieder dort seid. Ausgezeichnet. Ömer, gib mir mal eine Handeln-Probe. Handeln? Ja, das habe ich glaube ich nicht, das Talent. Nee, das habe ich nicht. Ich kann keine Preise einschätzen, grundsätzlich von denen. Hauswirtschaft? Hauswirtschaft habe ich. Ja, kannst du auch mal eine Talentspezialisierung, wenn du mir eine hast, dann... Ich habe keine Talentspezialisierung auf dem Talent. Gut, reicht aber. Gut, ich gebe dir den Preis. Kannst du mit dem Preis wieder zurück zur Witwe Putz kommen. Vorher machen wir noch der letzte Weg bei Rakalla von Horsen Raben und auch da werdet ihr natürlich vorgelassen. Rakalla sitzt gerade in ihrem Büro zusammen mit Jelef, eben Yasafa, als ihr eintreten dürft. Ah, Magister Yasafa. Ah, ja, der hohe Herr von Greifenmund und die Adepter, sehr schön. Hey, sind zum Gruße. Nicht oft trifft man zwei Erzmagier in einem Zimmer. Ja, nicht oft, aber alle 7 Jahre ist des Glückes uns doch hold. Was können wir beide oder auch nur meine gute Freundin hier für euch tun? Wenn ich mir die Unhöflichkeit herausnehmen darf. Rakalla guckt ein bisschen strenger als Jelef und findet das wohl gar nicht so okay, dass er das gerade hier an sich so ein bisschen gerissen hat. Ihr könnt da so ein bisschen sehen, dass sie verärgert ist. Ich spreche aber auch Sie an. Wenn ich mir die Unhöflichkeit herausnehmen darf, es wäre opportun, wenn wir unter 6 Augen mit euch sprechen können. Also gut, dann entschuldige mich hier an dieser Stelle und gehe doch einen Tee trinken. Ja, fexisch wie er ist, zwinkert er euch noch einmal zu und verlässt dann das Zimmer. Mache sicher, dass die Tür zu ist. Das hält ihn sowieso nicht auf. Also, was kann ich für euch tun? Meine Zeit ist knapp. Wir möchten mit euch über den Rotkappen-Willenstrom reden. Ein 2-Komponenten-Gift. Der steht auf dem Werheimer Index. Solltet ihr als Bannstrahler wissen. Aber selbstverständlich doch. Natürlich. Was genau wollt ihr darüber wissen? Was wisst ihr über ihn und Bestariels Angesicht? Nun, die Komponenten, die beigemengt werden, können sehr frei bestimmt werden und je nachdem, welche der ersten Komponente man wählt, desto angewiesener ist man eben auch auf die zweite Komponente. Es gibt wenige, die ihn zu brauen verstehen wissen. Einer derjenigen Alchemisten ist wohl vor ein paar Jahren von dem ehemaligen Reichsgroßgeheimrat, dem ehemaligen Großinquisitor, angeklagt worden. So weit so richtig. Na, das ist ja schön, dass ihr mir Recht geben könnt. Die erste Hälfte des Giftes wurde Galotta verabreicht. Ein sehr weiser Zug. Ich kann mir denken, wer das war. Was uns im Moment noch ein wenig beschäftigt, ist, wie wir die zweite Hälfte in ihn hineinbekommen. Es wurde uns angedeutet, dass mithilfe einiger alchemistischer Weiterentwicklungen, Modifikationen, die Applikationsmöglichkeiten erweitert werden könnten. Weiter. Wurde uns ebenfalls angedeutet, dass unter anderem ihr eine der Personen seid, an die man sich dort wenden sollte. Weiter. Wir brauchen eure Hilfe. Es
ist euch die Rezeptur für den Trank denn bekannt? Ich vermute nicht. Das ist korrekt. So wie ich von Spektabilität Vosslerin gehört habe, war eure Kenntnis in der Abschlussprüfung der Alchemiker unzumutbar. So drückte er sich aus. Isaruns Ohren laufen mal so ein bisschen rot an. Ja, ich habe mich nicht mit Ruhm bekleckert. Seiner Spektabilität Vosslerin entgeht nichts. Das solltet ihr immer wissen. Vor allem, wenn der Schüler auch dann noch die Bestrebung eines Pfeils des Lichts auf sich nimmt. Und auch dort habt ihr wohl so abgeschnitten, dass ihr zugelassen wurdet, weil ihm noch ein paar neue Pfeile fehlten. Also, Vishtar jetzt Angesicht. Die meisten Komponenten sind wohl für euch... Sie sind verboten. Und sie würden Praios Angesicht nicht sehr gefallen, Bandstrahler. Das Schwerste ist, dass ihr Haare braucht. Und die besitzt Galotta nicht mehr. Der Scharlachkappentanz ist ein Prozedere, was nicht allzu oft durchgeführt wird. Ich habe wohl gehört, dass es vor ein paar Stunden erst ein solches Exempel gab, aber nein, normalerweise wird so etwas nicht sehr oft gemacht. Sie wachsen nicht mehr nach einer Scharlachkappe. Das Gebräu aus den roten Kräutern sorgt dafür, dass ihm nicht nur die Magie ausgebrannt worden ist, zumindest sollte dies eigentlich der Fall sein, aber wie gesagt, die Haare wachsen ihm nicht mehr nach und nachdem er aus den Kerkern durch Hafax entkommen ist, gibt es keine Haare mehr von ihm, an die wir gelangen könnten. Und es gibt auch keine Möglichkeit mehr, wie wir ihm einen solchen Trank einflößen könnten. Es ist dabei egal, ob es Haupt-, Augenbrauen- oder Barthaare sind. Es wurde doch bereits ein Teil der zweiten Komponente angefertigt. Vielleicht sind noch irgendwo Haare zu bekommen. Vielleicht kann man mit dieser zweiten Komponente, die es bereits gibt, arbeiten. So wie ich Nimrod kenne, wird er sicherlich noch irgendwo Haare herumliegen haben. Müssen wir die nur finden. Ja, wir reden hier nicht von irgendwem, sondern von einem Reichsgroßgeheimrat. Jemandem, der Agenten ausbildet. Und ihr glaubt, dass ihr ein Versteck von ihm findet? Ich glaube zumindest, dass es Leute gibt, die seine Verstecke kennen. Auch Nimrod hat nicht alle seine Geheimnisse für sich bewahrt. Ja, aber ich kenne dieses Versteck nicht. Und deswegen seid ihr hier bei mir an der falschen Stelle. Vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt, euer Magnifizent. Ja, sehr gerne. Vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Das hoffe ich doch. Bei mir in der Akademie würde es so etwas Nachlässiges nicht geben. Magister? Natürlich nicht, euer Magnifizent. Danke für eure Zeit. Ja, hier dann wieder raus. Nun, Könnt ihr zu, Witwe Prutz. Ja, ich hatte nur 3-4 Stationen, aber die sind nicht so wichtig. Wird vermutlich auch spät. Genau, weil ihr eben am Abend noch einmal, ja, im Hofe vorbeischauen solltet. Das wäre zumindest sehr nett. Ist da keine Zeit mehr für. Da können wir eigentlich mit Melvin reden. Guter Plan. Nun jedenfalls, die Registratur könnte Hinweise bieten. Oder unser neuer Bekannter kann uns vielleicht auf die richtige Fährte setzen. Ich denke, wenn uns jemand weiterhelfen kann, dann kennt ihr ihn. Bisher hatte ich mit der Registratur recht wenig zu tun. Nimrods, ich will nicht sagen Vertrauter, aber eingeweiht ist da wohl Angenbruch. Müssten ihn nur finden. Und Angenbruch findet man nicht. Man wird gefunden. Hm.
Naja, wenn ihr vielleicht Wort aussendet, dass ihr nach ihm sucht, vielleicht kann er euch dann finden. Möglich. Lass uns auch auf jeden Fall in den Keller in der Zentralregistratur umsehen. Vielleicht gibt es dort Hinweise. Aber das ist eine Aufgabe für einen anderen Tag. Wir sollten erst einmal die anderen in Kenntnis setzen. Mhm. Auf zu Putz. Meine Herrschaften, wir sind alle hier. Immer klopft an die Tür. Ach, entschuldigt, dass ich spät bin. Schuhe aus! Ja, ja, ich mach's sofort. Ja, aber wird genauso wie Ritter Putz. Fang doch einmal an zu berichten. Wie liefen die Handelsgespräche? Ja, grandios schlecht. Dieser Fettsack wollte uns abziehen. Aber ich habe ein paar Deals angefädelt und jetzt kriegen wir... Ich weiß nicht genau, wo wir das lagern wollen. Das wird morgen geliefert und ich muss dem noch sagen, erstmal hier zu Witwe Prutz. Ich kann das aber noch jetzt umbestellen. Wir müssen aber mal gucken, wo das hin soll. Ich weiß nicht genau, wo ihr das lagern wollt. Aber mir habt ihr nicht die beiden oberen Geschosse gemietet. Ich hätte noch eine Scheune anzubieten, beziehungsweise den Stall. Eine Scheune ist eine gute Idee. Also ich weiß nicht genau, ihr wisst ja, so ein großer Sack, 100 Stein. Mhm. Und ich habe davon 2300 Stück gekauft. Zeit! Ja, ihr habt doch gesagt, ihr wollt 200 Dukaten investieren und ich habe einen Preis gekriegt und dann habe ich 2300 Stück gekauft für die 200 Dukaten. Ich glaube, der Stall wird dafür nicht ausreichen, fürchte ich. Ja, das befürchte ich auch. Ich sag, dein Stall ist ein guter Anfang. Wir räumen erstmal die Quadriga raus, dann sollte ein bisschen Platz sein. Ausgezeichnete Arbeit. Vielleicht... Naja, der andere Mann hat ja gar nichts geboten, also habe ich mir gedacht, spreche ich mal die richtigen Leute an. Vielleicht sollten wir den Vorsteher des Perrinentempels hier fragen. Also ich habe reinen Hafer gekauft, den kann man gut verarbeiten zu Brot und sowas. Ja, gut gemacht. Ja, ich meine, der andere Mann wollte uns für das gleiche Geld 80 Säcke anbieten. Sehr gut gemacht, schätze ich. Nun, wie gesagt, ich schaue erst wohl an Anfang. Und dann räumen wir hier ein, zwei Zimmer aus und dann... Was? Nein, auf keinen Fall. Wir werden diese Säcke hier nicht lagern. Wir werden nachgucken müssen, wie viel wir direkt an den Tempel liefern können, damit dort gelagert wird. Das sicher, der reine Tempel und... Gravia-Tempel? Immer? Das war ein Deal mit dem reine Tempel im Norden der Stadt. Da bin ich hingegangen, ich habe mit dem Geweihten gesprochen... Dann habe ich noch mit ein paar anderen Leuten gesprochen und dann war die Sache klar mit den 2300 Säcken. Nun, es wird wohl auch nicht alles gleichzeitig hier auflaufen. Nee, das wird, denke ich mal, so in so 20, 25 Wagenschichten hier morgen früh erscheinen. Ich denke, wir können dann doch direkt eigentlich morgen erst einmal anfangen, Nahrung in die Domrei zu verteilen. Das ist aber ja wenn ihr mir sagt, ich soll die jetzt hier nach Norden bringen lassen, da zu dem Pirate-Tempel, dann kann ich das ja noch gleich auch noch schnell einfädeln nach unserer Besprechung. Mach doch ein Bild, denke, das ist... Mit das Beste, weil dort soll es ja ausgeteilt werden. Ja, aber nicht alles auf einmal. Also mach dir doch ein Bild, wie viel wir in die Scheune kriegen und den Rest lassen wir dann direkt verteilen. Ich habe nicht mal eine Säcke gesehen. Ich weiß nicht, wie voluminös die sind. Was ist denn mit dem Speichermeister aus Rosskuppel? Der war doch bei der Gala da. Vielleicht hat der irgendwelche Räumlichkeiten oder Scheunen, die er uns zur Verfügung stellen kann. Also der arbeitet auch mit dem Carfing zusammen. Der Carfing hat uns an diesen raffgierigen Typen gegeben, der uns 80 Säcke dafür verkaufen wollte für 200 Dukaten. Und wer weiß, ob die Säcke denn am nächsten Morgen noch da sind. Ja, ich wollte sagen, das sind nur 2100 Säcke und er sagt, das waren noch nie 2300. Hm. Und dann hat er sich 10% des Gewinns eingestrichen oder ungefähr so viel, keine Ahnung. Okay, ich habe doch rudimentäre Ahnung vom Ackerbau. Wie viel platzen denn etwa so ein Sack weg und wie viel kriegen wir auf die nächste 100er Stelle gerundet in so eine Scheune rein? Naja, du kannst dir jetzt mal, dadurch, dass das dann Körner sind, so ein... Gut, also das sind jetzt 100 Stein, ein Sack. Und jetzt müsstest du dir mal die Dichte von Hafer angucken. Ist nicht viel. Hafer hat ungefähr circa im Schnitt 50 Kilogramm pro Hektoliter. Ich versuche es gerade mal. Hast du gesagt Hektoliter? Also 100 Stein sind so viel wie 50 Liter Wasser. Ist das richtig?
kleines Fässchen, also kleines Bierfässchen. 50 Liter, ja genau, also... 100 Steine sind so viel wie 50 Liter Wasser, ja. Okay, das heißt auf einen Kubikmeter kriegen wir... Heißt 2300 mal, wo hat denn der Durchmesser? 40 Zentimeter, Höhe 50 etwa. Also hier steht zum Beispiel Getreidestreu. Ein Kubikmeter Getreidestreu wiegt 125 Kilogramm. Also das ist ein bisschen weniger als ein Kubikmeter, also ein Meter mal ein Meter mal ein Meter Kiste. Ach guck mal, hier steht noch Hafer. Hafer hat sogar noch 45, also ungefähr die Hälfte. Das heißt, auf einen Kubikmeter kriegen wir ungefähr 2 Kilo rein. Sind erledigt. Wir sind sowas von erledigt. Ja. Also 45 Kilogramm ist ein Kubikmeter. Das heißt, ja, überleg dir mal, wie krank viel 200 Dukaten sind. Ja, natürlich. Mit den normalen Bauern, ja. Ja, genau. 100 Jahre leben. Ja. Das heißt, wir haben Säcke, Anzahl, geteilt durch 2 in Kubikmetern, die wir zur Verfügung stellen müssen. Raffin, wir haben doch noch die Söldner, die du mal besorgt hattest. Ja, und diese Schienensäcke tragen. Wohl, was? Was sollen die tun? Das Getreide bewachen. Wo willst du das lagern? Willst du das lagern? Auf dem Marktplatz? Schlechte Idee. Leg es einfach in die Mitte und stell 50 Mann drumrum. Und wir können auch nicht den Traviat-Tempel mit Getreide fluten. Können wir schon. Ich meine, die werden das schon los. Gibt es nicht hier auch in Gareth leere Kontore oder leere Speicher? Ja, wir müssen nur einen Speicher heranfinden, der uns nicht das Feld über die Ohren zieht. Da könnten wir vielleicht auf Störwaren zurückgreifen. Was haltet ihr denn davon, dass wir einfach erstmal in jeden Traviat-Tempel der Stadt so viel Säcke reinhauen, wie die Platz haben? Da sind wir doch schon mal die ersten 500 los. Darüber ist das eine gute Idee. Ansonsten können wir der Witzbubruz hier raus ein neues Haus bauen aus den Säcken. Wir starten ein einfach. Palast. Die wird sich schön bedanken. Ein Palast aus Säcken. Säcke über Säcke. Aber mir, habt ihr euch die Schuhe sauber getreten? Natürlich! Habt ihr noch ein paar Kekse? Nein, etwas das Milch und Tee wäre auch schön. Hafer. Ich brauche noch ein bisschen Getreide, sonst kriege ich keine neuen Kekse gebacken. Wir hätten ein paar kleine, ein bisschen Getreide hätten wir noch. Danke, dass ich dir morgen was mitbringe. Wir bringen euch morgen etwas. Sehr gut, dann gibt's auch neue Kekse. Oh Gott. Ich habe ein neues Rezept von meiner guten Freundin Erdkunde mitbekommen. Das möchte ich mal ausprobieren. Wenn wir dir bis morgen nicht die Säcke irgendwie abgenommen haben, wird er zu den Keksen erschlagen. Oder soll ich dann bist du irgendwie an Verstopfung sterben? Ich hätte gerne Dinkel. Wir haben nur Hafer. Was soll ich denn mit Hafer? Haferkekse. Mit Marmelade, Frau Potz, bitte. Erdbeeren? Ja. Gerne. Ihr könnt sie wieder werkeln hören. Das wird interessant. Erdbeeren und die Jahreszeit? Egal. Nein, ich schlage vor, wir sollten einen Störbern aussuchen und uns von ihm temporär für 2-3 Tage einen Speicher mieten. Ja, das würde eine gute Idee sein. Ich meine, Störbern kennt uns ja auch, also einige von uns. Also wenn wir das Zeug ungefähr 1 Meter hoch stapeln, kommen wir mit einer Fläche von irgendwie ungefähr 40 mal 40 Meter nur aus. Das geht ja sogar. Also wenn wir es 2 Meter hoch stapeln, also wenn wir es 3 Meter hoch stapeln, kriegen wir es bestimmt in die Scheune. Okay, so viel Platz hat die. Wenn davon aber ein Sack umfällt, ist es sicherlich lustig. Also ich denke mal, an einem Lagerhaus werden wir dann klarkommen. An der Lagerhalle. Das wird reichen. 3-4 Tage nur, dann müssen wir sowieso was. Reden wir über... Oh, die Fenster zu. Guck, die Tür zu ist. Ich hab den ganzen Ständer hoch. Gut. Reden wir über Galotta. Wir konnten den Alchemisten auswendig machen. Er darf seinem Handwerk nicht mehr nachgehen und darf auch nicht darüber reden. Er hat 6 Ampullen von der 2. Komponente gemacht. Wo die sind, wissen wir doch nicht. Die sind angeblich von Rayan abgelaufen, aber wir sollten sie trotzdem auswendig machen. Gibt es ein Annahmegift, um es irgendwie anders, um mal kurz Iserun anzubringen, müsste da ein wenig alchemistische Nachbearbeitung geschehen. Wir haben einige Hinweise, wer sich damit auskennen könnte, aber wir haben die Rezeptur noch nicht.
Alles in allem meint der Alchemist oder ehemalige Alchemist jedoch, dass dieses Zwei-Komponenten-Gift eher ein totes Ende ist. Eben wegen der abgelaufenen Haltbarkeit und der ziemlichen Unmöglichkeit, Neues zu brauen, weil dafür Haare gebraucht werden, die Galotta nicht mehr hat. Die allerdings Nemrod sicherlich noch irgendwo hat. Ich meine, er wird auch gewusst haben, dass das Gift nur eine begrenzte Haltbarkeit hat und entsprechend vorgesorgt haben. Und wo würde jemand wie er so etwas lagern? Das weiß ich nicht, aber ich weiß, wer es wissen könnte. Ja. Wir müssen nur unseren guten Freund Langenbruch auswendig machen. Nur. Vor allen Dingen, wie lagert er das so lange? Selbst wenn er noch welche hat? Nun ja, an bestimmten Ampullen ist es fast unbegrenzt haltbar. Okay. Ebenfalls, auch wenn es ein totes Ende ist, ich denke, es ist besser, einen Fall zu viel als einen zu wenig im Köcher zu haben. Das stimmt wohl. Wenn wir uns also innerhalb der nächsten 3 Tage irgendwie dieses zweiten Komponente Haferflocken lernen könnten, wäre das gut.